keine andere als Amira Pocher, 28, Ehefrau von Comedian Oliver Pocher, 43, hat die Love Island Moderation angeboten bekommen. Das hat die ehemalige Gastgeberin von Pocher, gefährlich ehrlich und zweifache Mutter in ihrem Podcast Die Pochers hier verraten. Darin schwärmte sie, ich liebe Trash. Besonders Dating-Shows haben es der hübschen 28-Jährigen angetan. Den Love Island-Job wollte sie dennoch nicht übernehmen, und dafür hatte Amira einen triftigen Grund. Einerseits wollte sie nicht in die Fußstapfen von Vorgängerin Jana Ina treten, wie die Beauty gestand. Das traue ich mir nicht zu. Andererseits haderte Amira mit der Rolle, die sie in der RTL-ZWI-Kuppelshow verkörpern müsste. Das hätte sich für sie nicht authentisch angefühlt. Bei der berühmten Paarungszeremonie hätte sich Amira demnach wohl eher fehl am Platz gefühlt. Singles dabei zu helfen, in einer Fernsehshow die Liebe zu finden, passt nach eigener Ansicht schlichtweg nicht zu der leidenschaftlichen Z-Promi- und Influencer-Kritikerin. Ein weiterer Grund für die Absage dürften zudem ihre Kinder gewesen sein. Zusammen mit Ehemann Olli hat die gebürtige Österreicherin zwei Söhne. Der Jüngere ist im vergangenen Dezember zur Welt gekommen und würde wohl ungern während der Dreharbeiten auf der Liebesinsel von seiner Mutter getrennt sein. Mein Bauchgefühl sagt da einfach nein, fasste Amira im Podcast zusammen. Glück für Silvi Mais. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und spannende Zeit bei Love Island und bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten, hatte die ehemalige Let's Dance-Moderatorin jüngst erklärt.